In diesem Video vergleichen wir Dampfbacköfen der Marken Bosch, AEG, Miele, V-Zug und Bora. Bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und in der einen oder anderen guten Küche befindet sich auch ein Dampfbackofen. Und Dampfbacköfen werden auch bei uns immer alltäglicher. Aus diesem Grund vergleichen wir in diesem Video die Geräte unterschiedlicher Hersteller. Und ihr findet in der Videobeschreibung dann auch noch eine entsprechende Überblicksdatei. Unseren Vergleich starten wir mit den Dampfbacköfen aus dem Hause von Bosch. Wir haben hier ein Gerät aus der Akzentlein-Linie, heißt, das ist komplett schwarz, also schwarzes Glas, schwarzer Griff. Das Gerät hier, unser Beispiel, ist jetzt 60 cm breit, 60 cm hoch. Die Geräte gibt es natürlich aber auch als Kompaktgerät, also in der 45 cm Höhe. Wir haben unser Gerät ausgestattet mit einem 6,8 Zoll Display. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mit dem etwas kleineren Touch-TFT Display. Hier sei noch zu erwähnen, dass das Bosch-Gerät baugleich oder bauidentisch mit dem Siemens-Gerät oder mit den Geräten von Siemens ist und natürlich auch die NEF-Geräte, weil gehört ja alles zu der Bosch-Siemens-Hausgeräte-Gruppe, wobei der NEF den Unterschied hat, dass dort der Temperaturbereich von 40 bis 250 Grad geht. Bei den Bosch- und Siemens-Geräten ist der Temperaturbereich von 30 Grad bis 250 Grad. Schauen wir uns das Gerät einmal von innen an. Es ist ja jetzt so, bei den Dampfbacköfen funktioniert ja eine Selbstreinigung im klassischen Sinn, also eine Pyrolyse, nicht. Wir haben hier demzufolge eine Dampfunterstützung und hier ein Emaillebackrohr. Und das Backrohr ist an den Seiten, an der Rückwand und an der Decke ausgestattet mit den EcoClean Direct Plus Beschichtung. Das sieht man auch, ist farblich abgesetzt. Und dann gehen wir einfach mal in das Display bzw. das Menü rein, schauen mal, was das Gerät für Ausstattungsmerkmale hat, bevor wir reingehen. Aber nochmal hier die Blende geöffnet und dahinter verbirgt sich der Wassertank. Und hier sei noch gesagt, dass es die Geräte auch noch mit einem Frischwasseranschluss gibt. Und dann werden wir später im Video nochmal sehen, es gibt auch Geräte von anderen Herstellern, die nicht nur den Frischwasseranschluss haben, sondern dann auch einen Abwasseranschluss. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Nachdem wir hier unseren Tank mit Wasser gefüllt haben, oder halt, wie gesagt, wenn es ein Gerät ist mit Festwasseranschluss, dann entfällt die Tankbefüllung, können wir unsere Blende wieder schließen. Und dann stehen uns hier die ganz klassischen Heizarten zur Verfügung, denn ihr habt ja bei den Dampfbacköfen immer die Wahl zwischen klassisch Backofen und klassisch Dampfkorn und dann in Ergänzung die Kombinationsheizarten, also das Kombidämpfen. Also haben wir nochmal, ne? Die klassischen Heizarten sind in ausreichender Zahl da. Was bei den Bosch Siemens Geräten sehr schön ist, dass wir hier die Airfry-Funktion haben und dann, wie gesagt, im Dampf hier dann noch der Unterschied zu anderen haben wir das Dämpfen Plus. Das heißt, der wird bei 120 Grad gedämpft. Und natürlich, bei allen Dampfbacköfen haben wir auch die Assistenzprogramme. Das heißt, wir haben hier für die verschiedenen Gerichte dann auch immer passend die entsprechenden Automatikprogramme hinterlegt. Und neben dem Bratenthermometer haben die Bosch Dampfbacköfen auch den Backsensor integriert. Und der Backsensor misst permanent den Feuchtegehalt beim Backen und sorgt damit für das beste und perfekte Backergebnis. Die vollständige Vorstellung des Gerätes, das Video verlinken wir euch über die Infokarte, beziehungsweise findet ihr den Link dann auch noch in der Videobeschreibung.
Die Bosch-Geräte findet ihr in der Preisrange 2.500 bis knapp 4.000 Euro. Das ist natürlich immer abhängig, natürlich auch vom Händler, wo ihr das Gerät anschafft und natürlich logischerweise von der Ausstattung. Und dann kommen wir schon zum nächsten Gerät in unserer Liste. Ja, die zweiten in unserer Runde sind auch gleichzeitig hier mit in unserem Vergleich die günstigsten. Und zwar haben wir hier die Produktserie von AEG. Die Dampfbacköfen von AEG, die bekommt ihr, wie wir es hier haben, auch komplett schwarz. Schwarz glänzend, muss man ja bei AEG sagen, denn es gibt noch Geräte in schwarz matt. Sehr edel. Haben wir euch auch schon mal direkt vorgestellt. Da empfehle ich euch auch wieder das passende Video. Und dann gibt es das Ganze auch noch in Edelstahl. Bei Edelstahl, ganz wichtig, habt ihr auch die Anti-Fingerprint-Beschichtung, also ein Edelstahl, der keine Fingerabdrücke zulässt. Dann von der Bedienung her, hier haben wir bei diesem Gerät das große Farbtouch-Display. Das gibt es auch noch ein Stück kleiner und alternativ für die Leute, die es gerne haptisch mögen, gibt es dann auch noch den Drehwähler. Also habt ihr hier drei Bedienfunktionen. Auch wie bei allen anderen Geräten die externe Dampferzeugung und Wassertank befindet sich bei diesen Geräten hier oben. Und zum aktuellen Zeitpunkt, wo das Video gedreht wird, gibt es bei AEG keinen Festwasseranschluss. Ja, Preis hatte ich ja schon erwähnt. Bei den großen Geräten 60 cm bewegen wir uns zwischen rund 2.500 und 3.000 Euro. Wie gesagt, je nach Ausstattung. Und da reden wir über die Preisempfehlung des Herstellers. Jeder Händler kalkuliert für sich selbst. Ja, Geräte 60 cm Höhe. Das Ganze natürlich auch als Kompaktversion in 45 cm Höhe erhältlich. Und wenn wir jetzt reinschauen in das Gerät, sehen wir hier ein Emaillebackrohr und wir haben hier auch den Kerntemperaturmesser. Der wird jetzt nicht seitlich eingesteckt, der wird im Gerät hier oben eingesteckt, eingegeben und dann die Tür geschlossen. Von den Funktionen her natürlich die klassischen Backofenfunktionen, die Dampfgarerfunktion, dann halt die Kombination aus beiden. Das ist ja gleich. Auch Sous-Vide-Garen haben wir hier mit integriert, wie bei den anderen Geräten natürlich auch. Und auch Automatikprogramme sind hier hinterlegt. Wie bei dem Bosch-Gerät könnt ihr natürlich auch das AEG-Gerät in der Top-Variante mit einer Kamera ausgestattet bekommen. Die Vernetzung mit eurem Smart Home auch hier möglich. Und bei den Dampffunktionen sei noch erwähnt, dass über das Steamify ihr eine automatische Dampfzugabe habt und euch um nichts mehr kümmern müsst. Kommen wir auch hier nochmal zum Thema Reinigung. Wir hatten ja gesagt, wir haben hier einen Emaillegarraum. Das heißt, wir haben auch hier nur eine Reinigungsunterstützung, eine Dampfunterstützung. Die solltet ihr regelmäßig machen. Wie gesagt, ich habe auch noch ein älteres AEG, einen älteren Dampfbackofen zu Hause. Und ja, also aus eigener praktischer Erfahrung, die Reinigung solltet ihr öfters machen. Da dürft ihr nicht zu lange warten, weil sonst sieht das Gerät dann am Ende leicht schmuddelig aus. Ja, dann gehen wir zum nächsten. Ja, dann kommen wir zu den Dampfbacköfen aus dem Hause Miele. Als Beispiel haben wir jetzt hier einen DGC 7445 HC Pro. Für was das HC steht, sprechen wir gleich drüber. Hier ein Kompaktgerät. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder in der 60er Größe. Wir haben hier ein Gerät mit einem Klartext-Display. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in der M-Touch-Variante mit kleinem M-Touch und dem großen M-Touch. Beim kleinen Klartext-Display habt ihr dann die Kurzwahlfunktion oben aufgedruckt. Meiner Meinung nach funktionieren die sehr, sehr gut, reagieren auf die Finger mega. Und wir haben hier verschiedene Farben zur Auswahl. Das auch nochmal hier ein Unterschied. Wichtig halt für die Küchenplanung. Wir haben hier das Gerät Obsidian-Schwarz. Das Ganze gibt es auch noch in der Edelstahl-Variante. Da ist dann hier noch ein Edelstahlstreifen mit Edelstahlgriff. In Graphitgrau gibt es das Ganze noch und in Weiß. Und ausgewählte Geräte gibt es dann auch noch in Mattschwarz und demnächst auch noch in
einem neuen zusätzlichen Farbton und somit habt ihr für eure Küchengestaltung natürlich dann auch das perfekte Design. Aber es geht ja nicht nur um Design, sondern es geht auch um Funktion und dann kommen wir auch schon zum nächsten Unterschied, denn die anderen Geräte, die wir bisher angeschaut haben, haben ja ein klassisches Backrohr und wir haben jetzt hier einen Edelstahl-Innenraum und der Edelstahl-Innenraum hat natürlich auch noch einen ganz besonderen Vorteil und zwar schalten wir dazu das Gerät einfach mal ein. Die anderen Geräte haben ja nur eine eine Dampfunterstützung und wir haben ja hier speziell im Bereich Pflege das HydroClean. Dafür steht auch das HC in der Typenbezeichnung. HydroClean bedeutet, das Gerät wäscht sich selbst. Da kommt eine Reinigungskartusche in das Gerät. Ihr könnt den Grill von oben abklappen und dann wäscht sich das Gerät selber und ersetzt somit beim klassischen Backofen die Pyrolyse. Hier bei den Dampfgeräten, bei Pyrolyse, funktioniert ja nicht. Dann haben wir natürlich jetzt hier ein Gerät mit Festwasseranschluss. Aber die Geräte haben ja trotzdem noch einen Tank, beziehungsweise die Geräte ohne Festwasseranschluss haben dann zwei Tanks. Die Blende öffnet vollautomatisch und schließt sich auch wieder vollautomatisch. Und wenn wir im Menü nochmal zurückgehen, haben die Miele-Geräte nochmal zwei ganz spezielle, besondere Funktionen. Wir haben einmal Mix and Match. Das hatten wir euch schon in anderen Videos gezeigt. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, einen fertig angerichteten Teller mit rohen Zutaten in das Gerät zu packen und holt nach dem Garen ein fertig gegarten, auf den Punkt gegarten Teller mit den natürlich logischerweise Speisen wieder hinaus. Und dann haben wir noch das Menügaren, das Menügaren, wo wir drei Bestandteile gleichzeitig am Ende herausholen können. Das Gerät sagt uns, auf welche Ebene welches Gargut zu welcher Zeit und dann werden alle drei Bestandteile hier auf den Punkt gleichzeitig fertig. Und dann gehen wir schon zum nächsten Gerät über. Stopp! Bevor wir zu den nächsten Gerätehersteller übergehen, hier noch drei wichtige Informationen zu den Miele-Geräten. Bei der Produktbezeichnung DGC sind ja alle Dampfbacköfen integriert und bei Miele gibt es auch hier mittlerweile eine Unterscheidung. Und zwar gibt es Geräte, die nur klassisch backen und nur klassisch dampfgaren können und nicht die Kombination aus beiden. Der Unterschied ist einfach im Garraum zu erkennen. Diese Geräte haben einen Emaille-Garraum und die Geräte mit der vollen Funktion haben den Edelstahl-Garraum. Das war Info Nummer 1. Info Nummer 2, die Geräte bekommt ihr auch ohne Griff, also für grifflose Planung sehr gut geeignet. Und hier habt ihr eine automatische Türöffnung und eine manuelle Türschließung. Ja, und in welcher Preisrange befinden wir uns jetzt? Geht natürlich immer um die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller. Bei den Miele-Geräten befinden wir uns zwischen ca. 3.800 Euro und 5.500 Euro. Und jetzt geht's zum nächsten Gerät. In unserer Auflistung kommen wir jetzt zu Bora. Bei Bora ist es ganz einfach, denn da gibt es nur den einen Dampfbackofen und zwar den Xbo. Der Xbo fällt schon auf mit seinem minimalistischen Design, denn bei den anderen Geräten konntet ihr ja durch die Backofentür immer hineinschauen. Bei diesem Gerät funktioniert es im ausgeschalteten Zustand nicht und wenn ihr natürlich auch das Licht im Gerät ausgeschaltet habt, könnt ihr nicht hineinschauen. Also hier ein minimalistisches Design ohne Griff. Der Griff befindet und die Griffmulden befinden sich hier innenliegend an der Tür. Und wenn wir das Ganze schon mal öffnen, schauen wir gleich mal rein. Also bei uns wird der auch benutzt. Da auch der Hinweis auf unsere Kochvideos mit dem Xbo. Da könnt ihr euch dann natürlich von der Funktion ein genaueres Bild machen. Und wir sehen hier einen Edelstahl-Garraum und was auffällt, alle anderen Geräte, die wir heute hier gezeigt haben im Video, haben die Gitter für die Aufnahme der Garbehälter und der Bleche. Beim Xbo haben wir hier die Einschubebenen, das heißt, wir können hier keine Vollauszüge ergänzen. Bei den anderen Geräten werden diese sogar schon mit
einem Vollauszug zum Teil ausgeliefert oder ihr könnt über das Zubehör Vollauszüge nachordern. Wie gesagt, beim X-Bow ist das überhaupt nicht möglich. Dafür hat der X-Bow noch eine ganz andere Innovation, denn bei Bora geht es ja immer um saubere Luft. Und wenn wir das Display nach oben klappen, verbirgt sich hier hinten noch ein Aktivkohlefilter. Das heißt, die Abluft, die der Ofen abgibt, wird immer noch mal hier gereinigt. Also habt ihr hiermit auch eine saubere Luft in der Küche, wenn ihr mit dem Backofen arbeitet. Der Backofen selber bedarf einer anderen Einbautiefe. Also man geht mal ganz kurz auf hier die Einbauvoraussetzungen ein. Also wir haben eine andere Einbautiefe wie alle anderen Öfen. Das heißt, wir brauchen mehr Platz nach hinten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und das Gerät hat einen Frischwasser- und einen Abwasseranschluss. Und da auch ganz, ganz wichtig, den Frischwasserschlauch dürft ihr nicht verlängern. Sonst gibt es hier hygienische Herausforderungen. Und das Gerät, auch ein Unterschied zu allen anderen, benötigt statt nur einer Phase zwei Phasen. Also wir haben hier eine erhöhte Stromabnahme. Ja, und dann schauen wir uns jetzt einfach nochmal die Bedienung an. Ganz kurz und knackig, denn den X-Bow haben wir euch ja schon in mehreren Videos schon im Detail vorgestellt. Und hier kommt jetzt eine kleine Animation und jetzt werden wir gleich sehen, im Vergleich zu allen anderen Herstellern, dass wir hier das größte Farbdisplay haben, was natürlich als Touchdisplay dient. Und je nach Einbausituation und je nach eurer Körpergröße könnt ihr natürlich das Display auch ankippen und bedienen. Also das alles wirklich sehr gut auf den Nutzer abgestimmt. Und dann habt ihr hier ein farbliches Touchdisplay. Ihr könnt das Gerät manuell bedienen, ihr habt Automatikprogramme, ihr könnt in den klassischen Modus übergehen, wer das gerne möchte, mit hier ganz normalen Heizarten wählen, dann Temperatur wählen. Also das auch möglich. Apropos Temperatur wählen, wir sind hier bei einem Temperaturbereich zwischen 30 und 230 Grad. Aber hier sei gesagt, dass das Gerät nochmal auch an der Stelle etwas anders funktioniert als ein klassischer Backofen. Also hier dann wirklich nochmal intensiv auf die anderen Videos eingehen. Das machen wir jetzt nicht. Ich zeige euch das nochmal kurz mit dem Licht. Also wenn das Licht eingeschaltet ist, könnt ihr natürlich euer Gargut begutachten und unterschauen, wie weit das Ganze ist. Und das Thermometer ist direkt hier im Garraum integriert. Also braucht ihr nicht suchen, das ist immer griffbereit, wenn es benötigt wird. Ja, Automatikprogramme hatte ich schon gesagt. Und da wir jetzt hier natürlich einen entsprechenden Frischwasser- und Abwasseranschluss haben, einen Edelstahlgarraum, haben wir auch hier von der Reinigung her eine sehr leichte Reinigung, also für den Nutzer, denn das Gerät wäscht sich selber. Dafür wird einfach nur in das Rost dann die Reinigungskartusche eingeklipst, Programm aktiviert und das Gerät wäscht sich selber und ist hinterher schön sauber. Nur noch halt noch mal ein bisschen die Feuchtigkeit eventuell rausnehmen, wenn noch ein Rest drin sein sollte. Bei den Blechen sei noch erwähnt, dass diese speziell beschichtet sind. Also die lassen sich auch super leicht reinigen, also abwaschen. Also ein rundum Gesamtpaket, das natürlich auch seinen Preis hat, denn das Gerät liegt bei ca. 6.700 Euro. Und ihr könnt das natürlich auch um eine Wärmeschublade ergänzen. Hier die große Variante, das Ganze gibt es auch noch mit einer kleinen Variante. Warum erzähle ich das? Denn ihr könnt die Wärmeschublade über das Display vom Gerät bedienen. Auch hier wieder eine ganz entsprechende Innovation. Ja, und dann kommen wir dann schon zu unserem letzten Hersteller in der Runde. Ja, und bei VZUG stehen uns wieder mehrere Dekorvarianten zur Auswahl. Zum einen, so wie wir es hier sehen, Spiegelglas Schwarz. Dann gibt es noch Spiegelglas Platinum und Spiegelglas Pearl. Ansonsten ist es für den Anfang bei VZUG leicht verwirrend, denn es gibt einmal die Kombi-Steamer hier in der 45er Gerätehöhe und dann die Comp-Air Steamer. Das sind dann die Geräte in der 60er Gerätehöhe. Die Kombi-Steamer mit Edelstahlgarraum. Die Comp-Air Steamer mit Emaillegarraum. Alle die Geräte, die in ihrer Typenbezeichnung ein F wie Friedrich haben, die
haben natürlich einen Festwasseranschluss, das an der Stelle ja selbsterklärend. Und wenn wir hier, so wie bei uns, den Tank haben, haben wir hier das Symbol für Tank, dann öffnet sich die Klappe und hier verbirgt sich dann der Wassertank. Den wieder reingeschoben, Klappe geschlossen und dann schauen wir uns das Display an. Das Display, ein großes Display, Farbdisplay und hier sehr intuitiv von der Bedienung. Wir haben mehrere Ebenen, wo wir unsere Heizarten einstellen können und wir haben dann auch hier in der Mitte den im Glas gefrästen Bedienring, der sehr, sehr gut funktioniert. Apropos Funktionen, bei den Kombi-Steamern, also bei den 45er-Geräten, habt ihr als Ergänzung zu den Dampfprogrammen die Heißluftvarianten und natürlich die Kombination daraus. Bei den Comb-Air-Steamern habt ihr dann noch neben der Heißluft die Heizarten der Unter- und Oberhitze und der Grillfunktion. Das haben dann die kompakten Geräte nicht. Ja, und für die Ästheten unter euch, die Geräte hier bei uns haben jetzt ja natürlich einen Griff. Die Geräte gibt es auch ohne Griff und dann mit einer automatischen Türöffnung und automatischen Türschließung. Ja, für die Einzelvorstellung der Geräte empfehle ich euch unsere VZUG-Playlist. Und von der preislichen Einordnung befinden wir uns bei den VZUG-Geräten zwischen rund 4.000 und 7.000 Euro. Und wenn ihr dann auf das 90 cm breite Gerät geht, da geht es dann sogar über die 10.000 Euro. Kommen wir zum Fazit unseres kleinen Vergleichs, der dann doch ein bisschen größer ausgefallen ist. Ja, die Preisrange der Geräte haben wir ja jetzt nur mitbekommen von 2.500 bis, wenn man es möchte, bis über 10.000 Euro. Also da ist halt wirklich schon eine extrem große Preisspanne dabei. Die Geräte sind alle unterschiedlich ausgestattet. Manche Merkmale sind identisch. Dann gibt es aber doch wieder einzelne Merkmale, die nur das USP des einen Herstellers sind. Da ist die Empfehlung von mir an euch, dass ihr wirklich für euch Prioritäten setzt. Was erwartet ihr von dem Gerät? Und danach eure Kaufentscheidung trifft, weil jedes Gerät ja doch ein bisschen anders funktioniert, ein bisschen anders ausgestattet ist. Und ja, mich persönlich, wenn ich mich jetzt hier an der Stelle entscheiden müsste, aktuell benutze ich ja den Dampfbackofen von AEG zu Hause, der seine Dienste solide tut, der uns auch bisher noch nicht enttäuscht hat, noch nicht im Stich gelassen hat. Also hier wirklich bin ich mit dem Modell sehr, sehr zufrieden. Wenn ich dieses jetzt austauschen müsste, würde mir die Entscheidung schwer fallen. Ein Stück leicht macht mir die Entscheidung VZUG mit dem Spiegelglas, weil das passt dann nicht bei mir ins Küchendesign. Sonst müsste ich mich dann doch zwischen drei Geräten entscheiden. So brauchst du halt nur zwischen zweien. Und da wäre es halt der Dampfbackofen von Miele und von Bora. Das sind zwei ja auch völlig unterschiedliche Geräte, aber halt von ihren Funktionen, was sie können, wie sie es können, sind sie auch wie der VZUG herausragend und ja, muss man leider so sagen, ihren Preis wert. Und ja, also ich werde mich nochmal ein bisschen mit den Geräten auseinandersetzen. Ihr könnt das übrigens auch, denn die Geräte haben alle einzelne Videos, wo wir viel detaillierter auf diese Geräte eingehen. Diese Playlist verlinke ich euch. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.